Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Dark Souls 3, das DLC Ashes of Ariandel. Ich befinde mich gerade im Feuerbandschrein und habe mir in der letzten Episode da eben nochmal Zeit genommen. Nach der letzten Episode. Und habe mir etwas gekauft. Und zwar das hier. Katus Flammenbogen habe ich mir gekauft. Und zwar verstärkt die rechte Waffe mit Flammen. Ich habe mir das so gedacht, das ist ein Eisgebiet. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich trotz meines Levels mit der Zauberwaffe gar nicht so viel Schaden gegen diese dicken Viecher anrichte da, sondern da die echt noch einiges aushalten und dachte mir, warum nicht mal versuchen, mit Feuer gegen die anzugehen, wenn ich meine Waffe mit Flammen verzaubere. Und deswegen habe ich mir das hier, den Katus Flammenbogen gekauft, hat mir 10.000 Seelen gekostet. Dann brauche ich dafür 10 Intelligenz und 10 Glaube. 10 Intelligenz hatte ich, weil ich ja auch meine Zauberwaffe hier benutze, die das genauso braucht. Aber ich hatte nicht 10 Glaube, ich hatte aber 9 Glaube. Das heißt, mir hat ein Punkt auf Glaube gefehlt, den ich mir eben gerade erfarmt habe. Habe da ein paar im alten Gebiet ein paar Gegner geschlachtet, damit ich da meine 82.000 Seelen bekomme, um ein Level abzumachen. Und habe dann einen Punkt auf Glaube gepackt. Und jetzt habe ich hier Katus Flammenbogen und kann damit hier meine Waffe jetzt mit Flammen verzaubern. So. Hält auch recht lange an. Und dann schauen wir mal, ob damit die Gegner vielleicht mehr Probleme bekommen als jetzt mit der Zauberwaffe. So, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar reise ich wieder, ich glaube, nach unten, die Tiefen des Gemäldes. Weil da soll ja so ein starker Gegner auf uns lauern, den ich mir dann ja mal anschauen könnte, ne? Anschauen. Heißt ja nicht, dass ich ihn schaffen muss. So witzig. Ja, habe ich also eine neue Zauberwaffe dabei. Keine blaue leuchtende Waffe mehr, sondern ein brennendes Schwert für dieses Eisgebiet. Schmelze ich euch alle nieder hier. Ja, bin echt mal gespannt. Denn diese ganzen Items, die man noch finden kann, ey. Das nervt mich auch immer, wenn da irgendwo leuchtende Sachen sind und ich die nicht eingesammelt habe. Aber auf den Wurzeln da das Item zu holen, ist auch echt nicht so leicht. Da oben. Den Bogenschützen, die Eiskrabben will ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Den Typen da oben will ich auch nicht nochmal machen. Ich will jetzt eigentlich nur hier langlaufen schnell. Ohne, dass mich einer bemerkt. Und dann gehe ich mal hier hin und schau mal, was hier so für ein Gegner auf mich wartet. Ist auf jeden Fall ein großes Gebiet. Schöne Arena. So, bin da. Zeige dich! Abschaum! Oh, guck mal hier, man kann Eiszapfen wegmachen. Guck mal, die Bäume, wie die vereist sind. Wie geil das aussieht. Diese Eisbäume hier. Das sind wie Eisblumen. Die blühen in der Nacht. Oh, halt die Fresse. Die ist auch gar kein harter Gegner. Doch, da. Achso, ich dachte, das ist so. Das ist ein Boss. Meister Grabhüter. Ich wollte gerade sagen, dein Wolf ist ein Lappen, aber er hat noch mehrere. Okay. Ist der das? Das ist der. Nicht stehen bleiben. Ah, diese Zauberanimation, ey. Alter, der blockt wie ein Weltmeister. Nicht schlecht. Ja, immer wieder Bossmusik hier. Okay, nicht schlecht. Okay, okay. Sehr schnell. Na. Sehr schön. Mann, ey, der blockt echt wie ein Weltmeister. Nein! Er hat einen großen Hund gerufen! Oh, jetzt zaubert der Arsch. Ey, ich will ihn...
Mann! Okay, er springt da lang. Wo ist der andere da? Okay, der ist weg. Der ist weg. Wenn ich mich hinstelle und zauber, dann der trifft mich doch voll, oder? Komm, mach. Schild raus. Holst du jetzt Verstärkung? Ich hoffe nicht. Nein, er wird wild. Alter, er macht Schaden, ey. Krasse. Man kann seine Schläge nicht mehr blocken. Aufstehen. Mann! Alter! Geiler Typ. Nein, das gibt's doch nicht! Nicht getroffen! Ja, ein Schlag, weißt du? Jawohl! Heldenknochen! Der Hund hat einen Knochen fallen lassen! Welch eine Überraschung! Heldenknochen und, Nobelherz. Nobelherz. Ihr habt den Nobelpreis erreicht. Für Wölfeltöten. Und er hat hier gleich auch ein Leuchtfeuer hinterlassen. Okay, erster Boss besiegt! Wie hieß der? Grabmeister Hügel... Dingens, ne? Juhu! Juhu! Macht da gar nicht so wenig Schaden gemacht, ey. Es war gut, den anderen schnell wegzuballern, den kleinen, damit er mich nicht auch noch anzaubert. Sehr schön! Bosskampf! Daumen nach oben für den Bosskampf. Mir hat er gefallen. Ich hoffe, euch auch. Großer, großer, böser Wolfhund. Okay, schauen wir mal, was sie uns da gegeben haben. Hier ist es nicht. Zählt das eigentlich als Seele, dieser Hund? So, Knochen? Weil eine Seele hat er jetzt nicht gegeben. Sonst geben Bosse ja immer Seelen. Im Feuerbandschrein verbrennen, um untoten Matches freizuschalten. Ah, das ist PvP. Das ist der neue PvP-Modus, oder? Im Feuerbandschrein verbrennen, um untoten Matches freizuschalten. Das ist ein Banner da drauf. Die verkohlten und noch warmen Knochen eines Helden. Verbrenne sie im Leuchtfeuer des Feuerbandschreins, um an Untoten-Matches teilzunehmen. Vor langer Zeit rief ein Untoter einen Kampf zur Feier des Untodes und zur Bewahrung ihrer Seelenreste aus. Dies ist der Ursprung der Untoten-Matches. Der Verdienst eines Untoten wird an Toten gemessen. Kann es ein größeres Geschenk für eine solche Kreatur geben, als ein Kampf ohne Ende? Ja, hätte mir Besseres vorgestellt. So. Und das andere war das hier. Guck mal, das ist eine Kombination aus Schwert und Schild, Nobelherz. Wie es hier aussieht. Eine einst vom Meister des Untotenkampfs geführte Waffe. Das außergewöhnliche Waffenpaar besteht aus einem Breitschwert und einem Löwenschild. Das ist das, was er getragen hat. Der Meister kämpft rastlos weiter, bis er gänzlich den Verstand verloren hatte. Letztlich blieben bloß seine Page und ein Wolf an seiner Seite. Fähigkeiten: Löwenhaltung. Ein normaler Angriff führt in normaler Haltung zu einem Vorwärtsstoß mit erhobenem Schild. Ein schwerer Angriff zu einem Schildschlag mit einem Löwenschrei. Könnte ich anlegen. Ist halt nicht gelevelt. Guck mal, jetzt habe ich zwei Schilde. So kann ich das nehmen, aber das ist halt ein kleines Ding. Die Waffe sieht cool aus, aber ist sehr kurz.
Hier kann ich mit dem blocken. Das ist diese... Die Schwerthaltung, die er halt gesagt hat. Das hat er auch immer gemacht. So Schwert hochgenommen und so. Das ist der Löwenschlag. Oh, der ist nice, der Angriff. Das kostet halt alles von den blauen Punkten. Mhm. Es ist, wie gesagt, sehr kurz. 1, 2, 3. Die Schläge gefallen mir irgendwie nicht so. Er dreht sich dann so mal rum, dann so rum, dann wieder so rum, dann wieder so rum. Viel Gedrehe. Mit diesem kurzen Messer hat er gar keine Reichweite am Start. Schwerer Angriff ist so. Mhm. Rollen und schlagen. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen nach oben. Okay. Laufen und so. Okay, das ist so ein Gladius-Angriff halt, ne? Naja. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Ich finde aber hier mein nettes Schwert einfach... Das ist einfach länger und diese diese Schläge hier, die er einfach nach vorne schlägt und links, rechts, gefällt mir irgendwie immer noch mit am besten. Wenn ich das so sagen darf. So, schauen wir mal, ob da vorne noch was liegt hier. Ist ja echt so ein großes Gebiet hier. Gut, der Wolf war ja auch ziemlich groß. Der hat ja auch vor dem Grabstein gebetet. Ah, Freund. Ich sehe hier niemanden. Ist das etwa Meister? Nachricht lesen. Ist das etwa Meister? Nein. Welcher Meister? Ich kann mich aber nicht hier, also ich, das Ding kann ich nicht anklicken. Kann ich vielleicht hier mich verbeugen? Finstermondtreue. Gebet. Vielleicht passiert ja was. Ich lasse einfach mal ein bisschen laufen. Aber so muss man auch mal ein bisschen länger beten. Nö. War nur der Boss hier. Na, vielleicht da einfach auch, um das Item zu bekommen. Was der hat, um für dieses neue PvP-Dings. Was er jetzt auch hier gerade ganz neu in dem DLC dazugekommen ist, diese PvP-Schlachten, wofür ich mich jetzt im Moment eigentlich nicht so viel interessiere. Na, muss ich das Leuchtfeuer benutzen, um hier wieder rauszukommen. Also ich habe echt gut Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Feuerwaffe lag oder allgemein, dass ich gegen den so gut Schaden gemacht habe. Eigentlich in Ordnung. Okay, dann muss ich halt wieder hoch, ne? Meistergrabhüter, so hieß das Ding. Da muss ich nicht hin. Entweder hier und ich versuche mir noch mal runterzufallen, um dieses Item zu holen. Oder die anderen Wege. Ich muss ja eigentlich noch zu diesem Turm. Hier unten habe ich alles fertig. Also normal, eigentlich habe ich hier unten wirklich alles fertig, weil ich diesen Wolf, den Grabhüter, gekillt habe. Was mich halt noch interessiert, ist das Item, was da oben auf den Wurzeln liegt. Das interessiert mich noch. Und wenn ich das dann wieder habe, dann kann ich hier eigentlich wieder abhauen. Dann muss ich noch zum Turm oder halt unten zu diesem Dorf. Bin mal gespannt. Aber immer ein cooler Bosskampf eigentlich, weil das mal ja so ein Duo ist, ne? Mit ach, guck mal, ich habe 73.000 Seelen. Das ist natürlich auch scheiße. Status, mal irgendwie Vitalität. Ich brauche nämlich noch 10.000, dann würde ich, ja, ein Level up haben können. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht verlieren. Problem ist aber auch, dass ich hier in dem neuen Gebiet wenig Seelen bekomme und da nicht so viel leveln kann. Ich könnte mal kurz mir das Level abholen.
Ja, komm. Vielleicht interessiert euch das ja trotzdem noch. Und ihr bleibt noch mit dran. Wie ich mir hier kurz Seelen hole. Dann könnt ihr mal sehen, wo ich meine Seelen hole. Wo es nämlich gerade viele gibt. Also für meine Verhältnisse viele. So. Das sind natürlich alles Gebiete, die ihr jetzt aus, was ihr jetzt aus dem normalen Spiel kennt. Aber vielleicht, also könnt ihr sicherlich verstehen, dass ich gerade diese 73.000 Seelen nicht nochmal aufs Spiel setzen möchte. Deswegen hole ich mir schnell noch ein paar mehr. Ich muss nur noch einen Gegner muss ich töten und dann kann ich leveln. Das ist mir gerade im Moment ein bisschen wichtiger. So, großes Archiv, kennen wir alles. Ah, der Fahrstuhl ist da, hervorragend. So, ist mir echt ein bisschen sicherer jetzt hier eben schnell oben einen Gegner töten und dann das Level abmachen. Und danach kann ich mich dann wieder im DLC-Gebiet umsehen. Ah, falsche Treppe. Ihr seht schon, wo ich bin. Ich will jetzt aufs Dach des großen Archives. Denn da sind hier diese großen Engel, fetten Engel, die da oben da stehen. Und die will ich einfach machen. Einer reicht ja schon. Der gibt, glaube ich, 15.000 Seelen oder so. So. So, holen wir ihn mal runter. So, den ersten kann man nämlich ganz schön immer von hinten. Na, oder auch nicht. Okay, der zweite Kopf reicht aber schon. Ihr seht, jetzt habe ich fast 90.000 Seelen. Sehr schön. Ah, dann kann ich auch mein Dings benutzen. Feuerband schreien. So. Dann gab es in dieser Folge halt nur kurz den Bosskampf. Dann kurz ein Level abmachen. Bin ich aber wenigstens gestärkt für die nächste Folge. Wo ist sie denn, da Feuerhüterin? Ashen One. If when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without fire, then call I am a fire thou hast given. Das weiß ich. Very well, then take no. Jetzt muss ich mal schauen, was ich lerne. Weil alles gibt nicht mehr so viel. Vitalität kann man zwar vielleicht noch auf 50 hochpowern, aber der Zuwachs ist echt gering. Da sind hier vielleicht knapp über 10 Leben, die ich dann noch dazu bekomme. Das ist echt nicht so viel. Kondition lohnt sich gar nicht, weil maximal Ausdauer, die man dazu bekommen kann, für, wenn ich das hier auf 50 skille, ist 161. Und ich habe aber schon 160 Ausdauer. Das heißt, einen einzigen Punkt würde ich dazu bekommen, wenn ich hier noch so viele Punkte investiere. Totaler Schwachsinn. Entweder ich mache meine Belastbarkeit hoch, damit ich mal vielleicht die Ringe austauschen kann, weil ich habe noch so viele Ringe dabei, die meine Belastbarkeit erhöhen. Also oder verringern, besser gesagt, dass ich mehr tragen kann, weil ich ja so schwere Rüstung trage. Hätte aber noch andere Ringe, die zum Beispiel meinen Schaden mal erhöhen würden oder einfach meine Lebenspunkte noch weiter erhöhen können oder mehr Seelen geben oder sowas, ne? Entweder die Belastbarkeit Richtung 40 bringen, damit ich diese Ringe endlich mal ausziehen kann. Weil Intelligenz, Glaube und so brauche ich nicht mehr. Stärke gibt halt noch Schaden, aber das ist auch nicht viel. Guck mal, 2 Punkte Schaden dazu. 2 Punkte. Es ist, weil ich das alles schon auf 40 habe. Deswegen, ich mache mal die Belastbarkeit höher mit meinem dicken Typen hier, damit ich die Ringe mal ausziehen kann und ändern kann. So, gibt zwar nur einen Punkt, aber mal schauen, wie meine Belastbarkeit sich dann da verhält. So, nächstes Level ab bei 85.000 Seelen. So. Schau ich mal, wie jetzt meine Belastbarkeit steht. 64,6. So, ich habe nämlich hier einmal den Ring.
der meine Essensflakons stärker macht, dass sie mir mehr Leben geben. Dann erhöhte Ausdauerregeneration, immer gut. Die beiden will ich auf jeden Fall drin behalten. Und die beiden Ringe sind eigentlich nur drin wegen der Belastbarkeit. Wobei der hier Ring der Gunst eigentlich noch ziemlich geil ist, weil der erhöht noch meine Trefferpunkte, Ausdauer und maximale Belastung. Den würde ich dann drin behalten. Aber der hier erhöht maximale Belastung. Der gibt mir einfach nichts außer diese Belastung, was ich echt gerne ausziehen möchte. Ich pack den mal weg. Der ändert sich ja gar nicht an der Belastung. Ist das normal? Entfernen? Na, komm, wenn ich ihn dann entferne, bin ich bei... Das ist immer noch zu schlecht. 72,3 Belastung. Da fehlt mir immer noch mehr Skillpunkte auf Belastung drauf, ey. Was ist, wenn ich den ausziehe? Ring der Gunst. Den kann ich ausziehen, ja, aber die Lebenspunkte und so will ich auch behalten. Wie viel Leben kriege ich denn dadurch? Sehe ich hier gar nicht, ne? Doch, da. Ah, guck mal, das sind 100. Das lohnt sich schon, auch für die Ausdauer und TP. Okay, noch kann ich die Ringe nicht austauschen, aber den Ring würde ich gerne loswerden hier. Havels Ring, den würde ich echt gerne loswerden. Ich bin jetzt bei einem Gewichtsverhältnis von 64,6. Muss noch weiter runter. Weil ich habe so gute Ringe hier, die ich gerne benutzen möchte. Zum Beispiel hier verstärkt den Angriff, solange er andauert. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Das ist nicht, aber es gibt ja echt ganz gute Dinger noch. Verringerte Belastung, erhöhten körperlicher Angriff, auch nicht. Absorbiert TP von besiegten Gegnern zum Beispiel. Jeder Gegner gibt mir Leben, ey. Da sind schon bessere Ringe dabei, die ich gerne tragen würde, als dieser blöde Belastungsring. Ich könnte aber jetzt mal gucken, ob ich hier noch was Stärkeres anziehen kann. Wahrscheinlich könnte ich vielleicht sogar fast schon ein schweres Schild tragen. Ne? Aber physischer Schutz, habe ich das Beste an. Habe ich wirklich das Beste an. 3,8. Ja. Ich habe echt schon das Beste an. Das Einzige, was ich noch vielleicht benutzen könnte, wäre hier so ein schweres Schild. Wobei da das hier. Das könnte ich sogar Großschild des uralten Drachen. Hat aber physische Abwehr auch nicht so prickelnd. Es gibt aber auch schwere. Havels Großschild, ne? 90,1. Das wäre ein richtig gutes Schild von den Werten her, was mich auch echt verbessern würde. Oder hier Anti-Fluch Großschild. Würde mich auch total verbessern. Fehlt mir Belastung. Steinparmer. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Schwarzeisen-Großschild würde mir auch nochmal richtig gut verbessern. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich noch machen kann. Meine Belastung hochleveln für die nächsten Levels, wenn ich noch was erreichen sollte. Also Leute, Bosskampf erfolgreich abgeschlossen, Level abgemacht. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge, wenn es weitergeht im DLC-Gebiet. Und ja, haut rein. Und Daumen nach oben. Tschüss.